schon wieder. Wir müssen durch das Tor. Knochenhaufen. Mama, wie weit würdest du gehen, um Antworten zu finden? Na, jetzt hat sie unsere Sprache herausgefunden. Bezieht sich das auf den vermeintlichen Absturz hier oder etwas anderem? Da leuchtet was. Widerstandsbooster. Entfernt alle negativen Effekte und verhindert deren Entstehung. Du hast den ersten Verbrauchsgegenstand hergestellt. Halte Tab gedrückt, um einen Verbrauchsgegenstand in der unteren Hälfte des Rads auszuwählen. Der ausgewählte Verbrauchsgegenstand wird im Schnellzugriff platziert und kann benutzt werden, indem du F drückst. Jeder Verbrauchsgegenstand benötigt eine gewisse Menge an Fasern. F drücken zum Nutzen. Kosten 20 Fasern. Bei Elektroangriffen breitet sich die Elektrizität über nasse Oberfläche aus. Das sollte man eigentlich wissen. Das ist eine Mechanik, die in fast jedem Videospiel angewendet wird. Ach man. Haben wir wieder einen Wissenswürfel? Oh nein, ach. So, jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt. Noch ein Wissenswürfel. Okay, die können wir nicht töten. Ich weiß noch, bei den Tomb Raider Spielen, da mussten wir die Säulen entziffern, um die Sprachen zu lernen. Und dann gab es auch Säulen, die wir noch nicht lesen konnten, weil die auf einer anderen Stufe waren. Da brauchten wir Vorwissen. Okay, was haben wir hier? Schönes. Heilungsinjektion. Stellt Gesundheit wieder her und lindert Schmerzen. Hier ist es sowas wie ein Heiltrank. Tamara. War die Medizinerin. Ziemlich potent. Booster, Stimulantien, Bioenhancer. Ich weiß, bei unserer Mission gibt es viele Unbekannte. Aber das ist wirklich zu viel des Guten. Lieber auf Nummer sicher gehen. Oh, wollte ich gar nicht. Ich wollte auf 1 drücken.
Nachladen. Sammeln. Je länger ich in Kontakt mit dem Gift bin, so höher ist. Das ist auch. Ich scanne irgendwas. Ja, sind Drohnen, keine Ahnung. Kommt sicher noch vor. Unglaublich. Wofür könnte so ein riesiges Monolith? Speichert sich das alles irgendwie in den Monolithen und dann wird es ja von den Metalläder von dort als Lager nur auch noch mitgenommen. Gewaltiges Bauwerk, das sich bis in den Himmel erstreckt. Es sieht aus wie ein wichtiger Teil der Infrastruktur dieses Planeten. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, welche Funktion er erfüllt oder warum er ausgerichtet hier steht. Ein Wissenswürfel. Wie weit würdest du gehen? Robinsons Rucksack. Er war hier. Ich sollte mich umsehen und seine Bewegungen rekonstruieren. Um die Antworten zu bekommen. Wahrscheinlich. Okay, erster Punkt. Dann haben wir hier einen Handabdruck. Robinson verlor das Gleichgewicht und hielt sich an diesem Felsen fest. Er hatte wohl Probleme beim Gehen. Vielleicht war er auf der Flucht. Fleischfressende, wurmartige Organismen mit säurehaltigem Speichel. Das könnte meinen Anzug und mich in kürzester Zeit zersetzen. Okay, da sollten wir nicht rein. Robinsons Stiefel. Offenbar ging er in Richtung Wasser. Er dachte, das Wasser wäre ungefährlich und ist dann gestorben. Führe die AR-Rekonstruktion aus. Ja, sowas ähnliches hatten wir ja auch schon in anderen Videospielen. Diese kurzen Ermittlungen bei Batman früher, Batman Arkham Knight. Ich weiß nicht, ob es bei Secret oder Origins schon da war. Bei Twin Mirror hatten wir auch sowas ähnliches. Da mussten wir den Ablauf rekonstruieren. Und auch in die richtige Reihenfolge bringen. Fiel ihm schwer. Trotzdem hat er sich in wurmverseuchtes Wasser gewagt. Die Würmer kamen auf ihn zu. Sie sind mit seinem Körper verschmolzen. Was ist aus dir geworden, Richard? Er wurde gefressen. Von der anderen Seite. Er hat es durch die Würmer geschafft. Ich würde nie so weit kommen. Aber ich muss einen Weg darüber finden. Hat das geschafft oder liegt da einfach nur noch das Peilgerät? Er muss ja das Notsignal abgegeben haben. Ich da hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht noch in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Das
Was haben wir hier? Trio-Ei. Larven im frühen Entwicklungsstadium, die kryogene Enzyme ausscheiden, die für diese Reaktion zuständigen Drüsen entwickeln sich zuerst. Unbedingt mehr Munition skillen. Also, dass ich mehr aufnehmen kann. Bringt nichts. Von hier aus kann ich die Energiepunkte des Tors sehen. Und es ist ein guter Save Point. Auf der anderen Seite ist eine Säule. Ich frage mich gerade auch irgendwie, ob wir etwas mit den Toren hier zu tun haben, weil das ist ja dasselbe Muster. Nutzen die unsere Technologie?